So, liebe Medienvertreter, liebe Zuschauer auf FCK TV und im Umlauf des Stadions, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Ich begrüße die beiden Trainer, Ewald Lien vom FC St. Pauli und FCK-Cheftrainer Konrad Fünfstück. Es beginnt natürlich auch heute unsere Gäste. Herr Lien, Ihr Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, das war für uns natürlich ein super schweres Spiel und ein wichtiges Spiel. Wir haben die letzten Wochen so ein bisschen die Konzentration verloren, die Fokussierung auf das, was uns nach oben gebracht hat, was uns stark gemacht hat, nämlich unser Abwehrverhalten, unsere Aggressivität, unsere Kompaktheit, und haben uns eigentlich nur noch auf unseren Ballbesitz verlassen, ohne dabei richtig effektiv zu sein. Und der Höhepunkt waren diese letzten beiden Spiele, wo wir 6 Gegentore zulassen, beide Male schön gespielt haben. Der Ball lief ganz nett durch unsere Reihen, aber wir waren nicht effektiv, und vor allen Dingen haben wir nach hinten nicht mit der gleichen Konsequenz und Aggressivität gearbeitet wie in vielen Spielen vorher. Und deswegen war das für uns wichtig, heute zu diesem Abwehrverhalten zurückzukehren. Das war jetzt fußballerisch sicherlich kein Leckerbissen, den wir hier heute abgeliefert haben. Auch wenn wir ein paar ordentliche Konter gespielt haben und der Ball manchmal ganz, ganz gut lief. Aber wir haben auch viele Phasen gehabt, wo wir in der ersten Halbzeit, die letzte Viertelstunde, die Bälle nur noch weggeschlagen haben und dauernd unter Druck standen. Auch direkt nach der Halbzeit, die ersten 10 Minuten bis zu unserem Führungstor, hat Kaiserslautern unfassbar Druck gemacht und uns hinten reingedrängt. Da sind wir kaum in die Zweikämpfe gekommen. Es kam zu Abschlüssen, es kam zu Chancen. Da haben wir Glück gehabt, dass da nicht der Ausgleich fällt, und dann haben wir quasi aus dem Nichts, muss man zugeben, in der 55. Minute dann, anstatt den Ausgleich zu kassieren, das 2:0 erzielt. Das war natürlich für uns eine unglaubliche Beruhigung und für Kaiserslautern natürlich auch ein kleiner Nackenschlag, obwohl sie das ja kennen, sie können damit umgehen. Sie haben das halbe Spiel in Greuth 2:0 zurückgelegt, gelegen und ein unglaubliches Herz bewiesen und alles reingelegt und immer daran geglaubt, dass was passieren kann, und am Ende gewinnen sie 4:2. Das war überragend, was sie da gemacht haben. Das war uns auch klar. Deswegen haben wir uns noch mehr auf unsere Defensive auch beschränkt. Wie gesagt, das war fußballerisch kein Leckerbissen, wo wir jetzt unbedingt stolz drauf sind. Aber ich glaube, das ist genau das richtige Spiel für uns war nach diesen letzten Spielen, nach dieser Entwicklung, wo wir so ein bisschen vergessen haben, wo wir hergekommen sind und gedacht haben, wir können nur noch ein bisschen, es reicht aus, wenn wir ein bisschen Fußball spielen. Und das hat die Mannschaft heute komplett anders gemacht. Sie hat alles reingelegt. Wir haben Glück gehabt letzten Endes. Wenn ich die Riesenchance von Cibilko sehe, 73. Minute, kann er ein Tor machen. Also am Ende des Tages war es ein bisschen glücklich. Aber wir sind natürlich trotzdem froh, dass wir diese 3 Punkte mitgenommen haben. Dankeschön, Ewald Lien. Conny, dein Kommentar zum heutigen Spiel, bitte. Ja, ich denke, Ewald hat schon viel richtig davon erzählt. Wir sind natürlich extrem enttäuscht heute über diese Niederlage zu Hause. Ich denke, unglücklicher als wir können wir heute nicht in so ein Spiel starten, wenn du eigentlich mit dem ersten Ball für St. Pauli mit 0-1 in Rückstand gerätst, auch noch durch ein Eigentor. Dann hast du eine riesen Hypothek. St. Pauli hat dann das gemacht, was sie auch gut machen. Sie kontern sehr gut mit ihren schnellen, wendigen Spielern. Und somit war es in der ersten Halbzeit für uns dann auch schwierig, diese Lücken zu finden, diese Möglichkeiten zu finden. St. Pauli hat immer wieder auf Ballverlust gewartet und hat dann schnell umgeschalten. Zweite Halbzeit waren wir dann wirklich dran am 1-1, haben dann viele Möglichkeiten gut herausgespielt, den letzten Ball nicht immer gut gemacht, aber man hat eigentlich immer so das Gefühl gehabt, jetzt werden wir gleich belohnt. Und aus dem Nichts kriegst du dann wirklich, wirklich volle Breitseite und steht 0-2. Mannschaft trotzdem, auch nach dem 0-2, Charakter bewiesen, Moral bewiesen, gekämpft, gearbeitet, wieder rangekommen an das 2-1 und letzten Endes dann aber ein Tor zu wenig gemacht, damit du zumindest nicht mit leeren Händen heute hier nach Hause gehst. Ich möchte ein bisschen so über die Woche noch kurz sagen. Wie gesagt, es war echt extrem gut fürs Trainerteam zu sehen, wer da alles zurückgekommen ist, welche Alternativen du hier drin hast. Wenn ich sehe, heute Konkurrenzkampf mit Ziegler und mit Karl, 2 Spieler, die wirklich sich hier nichts geschenkt haben in der Woche.
Und das ist positiv für uns, auch für die nächsten Spiele. Wir haben jetzt mit Duisburg hier die Geschichte vor uns, dann Braunschweig. Und ich sage auch, mit dieser Unterstützung von den Fans, das, was sie heute gemacht haben für uns, wie die uns hier nach vorne getrieben haben, bin ich absolut zuversichtlich, dass wir diesen nächsten Spieltag hier zu Hause noch mal sitzen können und können dann auch zufrieden sein. Dankeschön, Conny. Jetzt ist Zeit für Fragen. Ich bitte um kurzes Handzeichen. Die netten Damen reichen Ihnen gerne ein Mikrofon. Den Anfang macht Horst Konzog von der Rheinpfalz, erste Reihe. Herr Lien, Sie haben ja hier in Kaiserslautern schon viele Schlachten als Spieler und als Trainer geschlagen. Ich glaube, dass Sie sich wahrscheinlich nicht erinnern können, dass Kaiserslautern mal letzter von der Heimtabelle war. Mit Ihrer Routine, wie können Sie das erklären? Letzter in der Heimtabelle im Moment. Muss ich das erklären? Ich bemühe mich natürlich schon, rechts und links überall hinzugucken und die Augen offen zu halten, Rede und Antwort stehen kann. Aber dass ich jetzt eine Analyse liefern soll darüber, warum ein Verein, wo ich gerade gegen gespielt habe, da steht, wo er steht. Also da fühle ich mich ein bisschen überfordert. Also keine Ahnung. Also ich denke mal, in der Analyse haben wir gesehen, dass das Kaiserslautern eine überragende Kontermannschaft ist. Sie haben von den 20 Toren, die sie erzielt haben, ja, man kann sagen, fast 11 Tore, entweder aus klassischen Kontern oder aus ähnlichen Situationen wie Kontern erzielt. Ein langer Ball, Ablage, wo dann jemand dann alleine vorm Torwart steht. Also das heißt, das ist für jede Mannschaft einfacher, aus der Kompaktheit heraus zu spielen. Und so haben sie in den letzten Wochen und seit dem Trainerwechsel auch sich verhalten. Wir haben eine ganze Reihe von Spielen gesehen und das war ein sehr gutes Abwehrverhalten in der Regel. Sie sind selbst auch ein paar Mal ausgekontert worden, aber wir haben gewusst, wenn wir in Rückstand geraten, dann wird es sehr schwer, weil gerade durch die Rückkehr von Zimmer, der über eine unglaubliche Geschwindigkeit verfügt, auch Löwe, der sich immer wieder einschaltet, Schibilko, Schnelligkeit, Görtler, auch De Ville, wenn er reinkommen würde, das haben wir gewusst, die schalten super schnell nach vorne, um auch Schulze, dass das eine große Stärke von Kaiserslautern ist. Auf der anderen Seite haben sie auch nur, sagen wir mal, ja, 3 Tore aus Standardsituationen erzielt, wenn ich die Elfmeter mal weglasse. Eben 2 Kopfballtore nach Freistößen und ein Nachschuss nach einer Ecke letzte Woche in Fürth. Das ist natürlich auch so ein Thema als Heimmannschaft, als Mannschaft, so wie wir heute auch das Glück hatten, quasi nach einer Ecke ein Tor zu erzielen. Das hilft natürlich sehr, gerade einer Mannschaft, die nicht so viele Tore erzielt. Wir sind auch so eine Mannschaft, die nicht wahnsinnig viele Tore erzielt. Kaiserslautern hatte 20, jetzt 21. Wir haben jetzt auch 21 Tore, das ist jetzt kein Superschnitt. Und dabei hilft es natürlich, wenn man ab und zu auch mal aus einer Standardsituation ein Tor macht und dann guckt, dass man keinen reinbekommt. Reicht Ihnen das als Analyse? So, gibt es noch weitere Fragen? Dann nochmal der Horst Konzog. Und dein Kollege hat das Comeback von Jörg Zimmer angesprochen. Wie hast du es gesehen? Wie wichtig ist er in der Folge für diese Mannschaft? Ja klar, ich habe es die letzten Wochen ja auch schon angesprochen, dass Jörg Zimmer ein wichtiger Bestandteil ist von der Mannschaft. Nach langer Verletzungspause hat er heute nachgewiesen, wie wichtig er ist für uns. Gibt es noch weitere Fragen? Sieht nicht so aus, letzte Chance. Keine mehr, dann bedanke ich mich bei Ihnen, wünsche noch einen schönen Rest Nikolaustag und vor allem unseren Gästen aus Hamburg eine gute Nachhausefahrt. Dankeschön. Dankeschön.